hast gelogen. Oh. Hallo, ich bin Joanne Lu. Und ich bin Clara Yell. Und heute machen wir ein weiteres Video über den Lügendetektor. Yeah! Diesmal mache ich dich fertig, Joanne. Nein, ich mache dich fertig. Und heute, Ladies first, ich bin dran. Okay. Joanne, hast du schon mal Popel gegessen? Ich habe noch nie einen Popel gegessen. Warum sollte ich das auch tun? Ich habe noch nie einen Popel gegessen. Platziere deine Hand, um den Scan zu starten. Bitte berühre alle Sensoren. Starte Scan. Finger nicht bewegen. Warum sollte man auch Popel essen? Scan abgeschlossen. Bitte Finger entfernen. Berechnete Resultate. Die Wahrheit gesagt. Guck, ich habe noch nie meinen Popel gegessen. Schade. Wärst du lieber ein Junge? Nein, gar nicht. Naja, das werden wir jetzt herausfinden. Ich möchte kein Junge sein. Da weiß ich nicht, ob das so stimmt. Alle Sensoren. Starte Scan. Finger nicht bewegen. Scan abgeschlossen. Bitte errechnete Resultate. Du hast gelogen. Du wärst lieber ein Junge? Nein. Bereit für den Scan. Der Lügendetektor lügt nie. Wieso sollte ich ein Junge sein? Mädchen sein ist viel cooler. Nein, Junge zu sein ist viel, viel cooler. Nee, Mädchen. Nee, Junge. Mädchen. Junge. Mädchen. Junge. Mädchen. Junge. Jetzt bin ich wieder dran. Ja. Joanne, hast du mich schon mal belogen? Nein, ich hab dich doch nie belogen. Eine Lüge? Das macht man ja nicht. Man lügt nicht. Ich habe meine Schwester noch nie belogen. Hab ich noch Platziere nie gemacht. Platziere deine Hand, um den Scan zu schütteln. Das sehen wir jetzt. Starte Scan. Finger nicht bewegen. Nie gemacht. Scan abgeschlossen. Bitte Finger entfernen. Berechnete Resultate. Du hast gelogen. Oh mein Gott! Wo hast du mich denn da angelogen? Was war's denn? Was war denn los? Ich kann mich nicht mehr daran erinnern, wie oft ich dich schon angelogen habe. Unzählige Male! Irgendwie habe ich dich mein ganzes Leben lang belogen. Aber jetzt frage ich dich wieder was. Hast du schon mal deine Eltern belauscht? Nee, nie. Sag ich mal nie in meinem Leben. Ich habe doch nie meine Eltern belauscht. Platziere deine Hand, bitte berühre alle Sensoren. Starte Scan. Starte Scan. Gott. Finger nicht bewegen. Er registriert schon, dass du schon gelogen hast. Sachlüge. Scan abgeschlossen. Das bitte stimmt Finger doch entfernen. Berechnete Resultate. Du hast gelogen. Du hast schon mal unsere Eltern belauscht. Aber nur einmal. Einmal? Und dann habe ich schon alles vergessen. Wirklich? Nee. Okay. Bereit für den nächsten Scan. Aber das ist ja gemein. Du belauschst einfach so unsere Eltern. Ja, sie haben so laut geredet. Das nennt man ja belauschen. Jetzt bin ich dran. Hast du schon mal nachts heimlich Fernsehen geguckt? Da muss ich sogar zugeben. Ja, einmal mit dir. Hast du abends schon mal einen Erwachsenenfilm geguckt, also einen Gruselfilm? Nee, habe ich noch nie. Ich habe noch nie heimlich Fernsehen geguckt. Platziere deine Hand um den Scan. Bitte berühre alle Sensoren. Starte Scan. Finger nicht bewegen. Was kommt
Entferner. Berechnete Resultate. Du hast gelogen. Ja! Hab ich aber noch nie. Ich wusste, dass du nachts heimlich Fernsehen guckst. Aber hab ich noch nie gemacht. Wieso hast du dann hier einen Fernseher stehen? Weil ich ihn ja bekommen habe. Da kann man auch gut vom Bett aus gucken. Nein, das wäre auch viel zu laut. Ihr würdet mich doch bemerken. So, jetzt bin ich wieder dran und kann dich fragen. Klar, hast du Angst vor Babys mit voller Windel? Nee, wieso muss man vor Babys mit voller Windel Angst haben? Na, ich weiß es nicht. Das war nur mal so eine kleine Frage. Ich habe keine Angst vor Babys mit voller Windel. Platziere deine Hand. Bitte berühre alle Sensoren. Starte Scan. Finger nicht bewegen. Scan abgeschlossen. Bitte Finger entfernen. Berechnete Resultate. Du hast gelogen. Du hast Angst vor Babys mit voller Windel? Nein! Was? Hast du denn Angst? Nein! Bereit für den Scan. Hast du denn Angst vor Babys mit vollen Windeln? Nein, natürlich nicht. Ich habe keine Angst vor Babys mit voller Windel. Platziere deine Hand, um den Scan zu starten. Bitte berühre alle Sensoren. Starte Scan. Finger nicht bewegen. Hab ich nicht. Scan abgeschlossen. Bitte Finger entfernen. Berechnete Resultate. Du hast gelogen. Oh. Ich hab gar keine Angst. Genauso wie ich. Ich hab gar keine Angst. Ich habe keine Angst. Du hast aber Angst. Wieso hat der dann gesagt, lüge bei dir? Wenn ich dich erschrecken möchte, weiß ich jetzt, wie ich das tue. Ich hole ein Baby mit voller Windel. Und wie willst du das anstellen? Ist einfach hochheben und hinter dir herrennen. Okay. Jetzt bin ich wieder dran. Findest du einen von meinen vielen Freunden hübsch? Nein, gar nicht. Das werden wir jetzt herausfinden. Ich finde kein Kumpel von Johann toll. Platziere deine Hand und ins Bitte berühre alle Sensoren. Starte Scan. Finger nicht bewegen. Scan abgeschlossen. Bitte Finger entfernen. Berechnete Resultate. Du hast die Wahrheit gesagt. Ja! So, Jörn, jetzt frag ich dich mal was. Möchtest du einen von meinen Freundinnen küssen? Nein! Ich würde nicht einen von Claras Freundinnen küssen. Würde ich nicht. Platziere deine Hand, um den Scan zu starten. Bitte berühre alle Sensoren. Bitte berühre alle Sensoren. Starte Scan. Finger nicht bewegen. Du hast die Wahrheit gesagt. Aha. Sind alle hässlich. Wen möchtest du denn gerne küssen? Sind alle hässlich. Die sind alle hässlich. Dann sind deine Freunde auch hässlich. Die Frage war jetzt wirklich peinlich und dieses Ding ist kaputt, das kann man sofort in den Müll schmeißen. Der Lügendetektor lügt nie. Was?